Du bist nicht mehr die alte China. Du hast schon Bündnisse mit anderen Elementargeistern geschlossen. Einer. Na gut, und Corinne. Weil, wie weiß, wie es mit Corinne passiert ist. Aber, ne? Undine ist einer nur. Es wird schon klappen, du schaffst es. Ich verspreche es dir. Ja, China, ich helfe auch. Und wenn Wolf wieder ausrastet, dann kriegt er es mit mir zu tun. Und das war es dann, okay? Okay, ich versuch's. Orochi kann euch später zeigen, wo die Rehats sind. Ich schicke ihn dann zum Tempel. Der Tempel des Blitzes liegt nördlich von hier. Nehmt euch in Acht. Chinas richtiger Name? Orochi und Kuchinawa sind Brüder, richtig? Die Namen der beiden klingen interessant. Das sind beides alte Miso-Worte für Schlange, aber das sind nicht ihre richtigen Namen. Sind das Decknamen? Nicht so ganz. In Miso haben wir eine lange Tradition. Wir tragen zusätzliche Namen, während unsere wahren Namen nicht genannt werden. Echt? Wie heißen sie denn wirklich? Ich weiß auch nicht. Nur ihre Eltern und das Oberhaupt kennen sie und die sie einmal heiraten werden. Ist dein Name auch ein zweiter Name? Ja, allerdings. Prisser, ich kenne Chinas echten Namen. Was? Woher willst du das denn kennen? Chinas echter Name ist grausame dämonische Todesfee. Zelos! Siehst du, ich hab's doch gesagt. Sie ist eine grausame Todesfee. Wieso soll sie da auch anders reagieren, Zelos? Hast du daran schon mal gedacht? Money, money, money. Ja, dann auf zum Tempel. Wobei... Zehn Minuten. Am besten mache ich dann erst den in der nächsten Session. Jetzt noch den gesamten Tempel? Our enemies. Not a chance. Infliction. My tempest. Ha ha ha. No way. Demon light spear. Punishment. Dual infliction. Och, ernsthaft. Nur weil wir uns kurz mal aufgeteilt haben, muss ich das jetzt wieder. Die. Okay, okay. Ouch. Ready for this? Ouch. Wind blade. Heavy tiger blade. Okay, okay. Ready for this? This takes... Okay, okay. I was just warming up. Eine Gurke. Ja, super. Eine Gurke. Weil der Tempel ist ja eigentlich direkt da vorne. Wieder voll geslidet. Ja. Was ist das eigentlich für ein Steg? Ist der irgendwie eingerieben mit Seife oder so? Gleitcreme oder was auch immer? Ein Pakt mit Volt. Volt, das wird bestimmt nicht einfach. Was meinst du da? Wie meinst du das? Ich habe gelesen, dass Volt in einer extrem ungewöhnlichen und für Menschen unverständlichen Sprache spricht. Wenn das wahr ist, heißt das, dass wir keinen Pakt schließen können. Ja, ich hoffe, ich bin in der Lage, seine Worte zu übersetzen. Vielleicht war das ja der Grund, warum damals der Paktversuch missglückt ist, als China das erste Mal versuchte, einen Pakt mit Volt einzugehen. Sie hat einfach nicht verstanden, was er gesagt hat, und er hat sich deswegen beleidigt gefühlt und ist rumgeraged. Das kann natürlich auch sein. Wir bleiben jetzt einfach mal hier draußen stehen. Stups, stups, oh ja.
Stups, stups. Hm? Was ist das? Hallo, Fee. Wow, du hast mich erschreckt. Tut mir leid, Fee. Eigentlich heiße ich Corinne. Ich bin ein Elementargeist. Okay, Elementargeist. Ich sagte, mein Name ist... Egal, was möchtest du von mir? Schütteln. Hä? Schütteln. So? Was machst du? Gib Pfötchen. Das steht hier. Hm? Corinne, wann hast du dich denn mit Prisea angefreundet? China, hilf mir! Was ist denn dieser Maniac? Ja, Paupets, ne? Ah, oh, so schön. Knuff, knuff, knuff. Ich kann nicht aufhören. Knuff, knuff, knuff. Es hört nicht auf. Ich muss es einfach streicheln. Paupets. Ich weiß gerade gar nicht, was das auf Deutsch heißt. Halt diese Knubbelchen, die zum Beispiel unter Katzenpfoten sind. Diese rosa Erhebungen. Ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt. Ich dachte, es ist ja Paupets. Okay, okay. Ich weiß es nicht. Okay, okay. Checken deine Aufgabe für heute. Nachgucken, was es auf Deutsch heißt. Ich werde es aber wahrscheinlich eben vergessen. No way. Ready for this? Windblade. We won. Mit einer Gurke haben wir gewonnen, ja. Ich müsste eigentlich noch 5 Minuten. Oder sollen wir schon mal reingehen? In den Tempel. Bin mir nicht sicher. Voll ist noch ein Beziehungsgespräch. Los, Leute, spring rüber. So weit ist es noch gar nicht. Du kannst doch tausende von Metern springen. Hast du doch schon mal unter Beweis gestellt. Kleiner Funken Hoffnung. Verfluchter Rodal, was hat er mit Colette vor? Wenn Kratos die Wahrheit gesagt hat, wurde Colette nicht nach Deras Kalan gebracht. Es gibt noch Hoffnung. Ja, wenn Colette zu Martell wird, können wir nichts mehr tun. Aber im Moment müssen wir sie nur aus den Händen von Rodal befreien. Warum muss das alles mit Colette passieren? Zur Hölle mit dem ganzen auserwählten Mist. Ah, noch irgendwelche anderen Plaudereien. Wie kommt ihr denn jetzt angerannt? This is gonna be a so nach dem Motto, du willst Plaudereien? Ich geb dir Plaudereien. No way. Okay, okay. Oder nee, du kannst mich mal mit deinen Plaudereien. Ready for that? This takes concentration. Okay, okay. This takes concentration. Okay. Amazelos schafft es nicht, Windblade zu casten. Okay, okay. Ready for this? I have you. Windblade. Goodbye, worthless enemies. Hello, Floyd. Noch irgendein Gegner, der in mich hineingerast kommen möchte? Ja. More enemies. No way. Devastation. Punishment. Wie gesagt, ich möchte eigentlich erst in der nächsten Folge mit dem nächsten Session mit dem Tempel. Ready for this? Der wird ein bisschen länger dauern. Der wird um einiges länger dauern. Ready for this? Okay, okay. Ready for this? Windblade. Okay, okay. Ready for this? Windblade. Verdammtes Gottesanbeterlein. Okay, okay. No way. Ready for this? Windblade. I was just warming up. Checken, dann kämpf doch einfach nicht und geh in den Tempel rein. Nein! 50% output should be sufficient. No way! Demon Wallow Light Spear! Heavy Tiger Blade! No way! Crescent Eagle! Ready for this? Pflanze böse, Kampfplatz.
Weg. Okay, okay. Ich hab weg gesagt. Weg, du eine Eulenius Pflanzen etwas. Crescent. Okay, okay. Spin kick. Ready for this? Pflanzen, die einen angucken, sind unheimlich. I was just warming up. Ja, genau wie die einen Pflanzen aus FIF 2. This is gonna be cake. Einfach mal ein paar Level abmachen. Okay, okay. Damit Colette schön noch weiter vom Level-Durchschnitt entfernt ist mit der Charaktere. Oh, Colette. Heavy tiger. Healer. Okay, okay. Heavy tiger. Ready for this? Ist ja nicht so, als würde sie schon wieder einen Bosskampf verpassen. Ja. Weil ich sag's mal so, wir mussten ja auch gegen Undine kämpfen, als wir einen Pakt mit ihr schließen wollten. Also werden wir auch höchstwahrscheinlich auch gegen Volt kämpfen müssen. Ja, gut, dass China kurz vor Overlimit ist, ne? I don't care for point. Plötzlich eine andere Umgebung im Hintergrund, okay? Okay, okay. Punishment. Duel. Ready for this? Windblade. Okay, okay. Was ist los? Windblade. Not even a contest. Sie sagen nicht mit Level-Ups aus. Du fast. Jean ist auch fast. Hey, vielleicht schaffe ich es ja, den noch ein Level-Up reinzudrücken. Aber wenn ich es auf meine Uhr gucke... In einer Minute beenden könnte ich... sein... Prisers Wunschanhänger? Kopf hoch, Prisera! Mach dir um mich keine Sorgen. Um Colette sollten wir uns Sorgen machen. Sie ist in Ordnung. Sie ist ein Glückskind. Ihr wird es gut gehen. Das garantiere ich. China hat recht. Wenn du betrübt bist, wird Colette sich um dich Sorgen machen. Aber es ist meine Schuld. Ich kann es mir erst verzeihen, wenn ich Colette gerettet habe. Wie wäre es, wenn du einen Wunschanhänger machst? Einen Wunschanhänger? In Miso schreiben wir unseren Wunsch auf einen hölzernen Anhänger und weihen ihn unserem Gott. Unser Gott hat nichts mit der Göttin von Crucius zu tun. Was meinst du? Möchtest du es ausprobieren? Ich werde es versuchen. Ich werde dir helfen. In handwerklichen Sachen bin ich sehr talentiert. Ja, oder im Schloss knacken. Das kann er auch. Schloss knacken! Komm, machen wir noch diesen einen okay, Kampf okay. Und beenden die Sascha. Windblade! Healer! Okay, okay! Ready for this? Heavy Tiger! Wie oft hast du Healer eigentlich schon benutzt? 280 Mal. Ready for this? Windblade! Alright! Dieser süße Rang, 0,04. Wenn ich daran denke, was für Ränge ich in meinem Tetris of Systeria bekomme, das macht mich schon ein bisschen jealous. Wie weit bist du mit Windblade? 24. Warum habe ich das nicht früher eingesetzt? Thunder Arrow? Drei Blitzbälle kreisen das Ziel ein. Das hört sich interessant an. Nullifier. Ja. Na, ich weiß noch, wie zu der nächsten Aufnahme. Es ist schon wieder mal keine freie Nacht, wenn wir den Tempel des Blitzes betreten und versuchen, einen Pakt mit Volt zu schließen, damit wir die Reards benutzen können, um Colette zu retten. Hoffentlich wird das auch gut gehen und hoffentlich wird China nicht schon wieder scheitern, wie beim ersten Mal, als sie versucht hat, einen Pakt zu schließen. Naja, werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Oder auch nicht. Erinnerung. Riegel, ist irgendetwas in meinem Gesicht? Nein, da ist nichts.
Aber du starrst mich an. Ah, nein, schon gut, tut mir leid. Awkward! Naja, aber bis dahin, ciao.